Siehst du, du musst mir jetzt demnächst mal, müssen wir uns mal zusammensetzen, Kenny. Okay, weswegen? Wegen Stream. Okay. Kein Thema. Machen wir. Dass wir uns da mal ein bisschen Zeit für nehmen, dass du mir das mal richtig alles erklärst und das. Können wir machen. Ich sag dann aber noch mal rechtzeitig Bescheid. Jupp. Am besten wäre diesen Monat, weil ich diesen Monat ja jetzt noch krankgeschrieben bin. Da habe ich dann natürlich etwas mehr Zeit und bin auch etwas flexibler. Ja gut. Ich muss jetzt mal gucken, diese Woche klappt das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, alles gut. Dieser Monat hat ja noch ein paar mehr Tage. Ein paar, ne? Ja, aber auch nur ein paar. Nur ein paar, ja. Ja, wenn das berechnest, die Hälfte des Monats ist auch schon wieder rum. Über die Hälfte. Ja. So, jetzt gehen wir mal hin. Zack. Umweltbewertung von dem Feld hier liegt bei 7, bei 76. Sind wir also voll im grünen Bereich, also mache ich mir da noch keine Sorgen, dass das hier Minus gibt. Hey Und Bieber, da, 50%. ja. Und daher, Ja, dass hier jetzt nur punktuell gespritzt wird und nicht flächendeckend, denke ich mal, wirkt sich das auch aus. Ja. Wirkt sich dann halt etwas besser aus, als wenn wir hier flächendeckend gespritzt hätten. das weiß ich nicht. Ich sag ja gerade, ich gehe davon aus, weil, ne, wir machen ja nur ein paar Spritzerdünger drauf, statt das ganze Feld mit Dünger, sage ich schon, Pestiziden, anstatt das ganze Feld mit Pestiziden zu tränken. Na? Sag mal, Biber, wie schnell fährst du? 15. Okay. Hallo? Ich auch, aber ich habe das Gefühl, ich hole dich immer weiter ein. Tja. Vielleicht drehst du an den Ecken anders. Wer Was? von euch hat die Innenbahn? Ich? Ja. Dadurch holst du ihn ein. Weil du weniger Strecke zurücklegen musst, bis die Runde beendet ist. Ja. Nicht, dass ich Biber gleich hinten drinne hänge. Doch. Aber nicht live. Live ist live. Du gönnst unseren Zuschauern aber auch nichts, ne? Nö. Nachher sieht Willi das. Meinst du, er wird eifersüchtig? Ja, wer nicht beim Stream dabei ist, ne? Hat halt Pech gehabt. Ist bestimmt feiern. Möglich. Wie feiern? Weil doch Vatertag ist. Seit wann ist Willi Vater? Man Ich kann habe auch auch nichts. Man Ich kann habe auch auch nichts so zu feiern feiern. gehen. Nee, ich habe auch nichts zu feiern. Ich finde das ja so schäbig, dass es Leute gibt, die sagen, nee, das heißt nicht Vatertag, das ist Männertag. Das wurde in den letzten Jahren von Vatertag zu Männertag. Das ist der Vatertag, wo eigentlich die Väter gefeiert werden, so wie am Muttertag die Mütter gefeiert werden und nicht alle Frauen. Ach so. Dafür haben wir den Weltfrauentag. Ja, dafür heißt das jetzt Männertag. Wollt ihr jetzt einen Blumenstrauß, oder? Ja. Nein. Was? Ich wollte keinen Blumenstrauß. Ich ja. Bitte, Biber, überreichen. Ein kühles Blondes reicht mir schon. Oh, das ist eine gute Idee. Ich fahre Du gleich zur kriegst einen Bäckerei und hole eine Blumenstrauß. Torte. Aber nicht für mich. Nee, für mich. Na.
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich alles gleich erwischt habe. Oh. Aber ich denke mal schon, sieht gut aus. Oh. Man sollte den Trecker nicht fahren lassen, ne? Wenn man weggeht. Ja. Ich habe jetzt eine Spur gelassen, egal. Stört nicht. Stört nicht, ist ein Auftrag. Guck mal, das sieht doch schon wieder richtig gut aus. So, Prost, ihr beiden. Jo, Prost. Morgens 9:45 auf dem Feld. Wird Bauer getrunken. Hanke gönnt sich ein Bierchen. Radler. Ja, ist ja auch ein Bierchen. Ein abgespecktes Bierchen. Ja, deswegen ja Bierchen. Das ist kein Bier. Ja, aber es ist ja auch noch ein abgespecktes Bierchen. Es ist ja kein Bierchen, es ist ein abgespecktes Bierchen. Wieso? Weil es noch weniger hat. Lieber sag mal was. Lieber sag mal was. Was? Gut. Fein. Wie viel Watt hat er dann? Weiß Das ich kann nicht. uns nur der Hanke beantworten. Weiß ich nicht. Wie viel Prozent hat das denn? Musst du mal auf Flasche gucken. Ich sollte mich aufs Fahren konzentrieren, das ist viel schlimmer. Als Warum? Du wir. fährst doch eh die ganze Zeit schon wie besoffen, also fällt auch nicht auf. Ja, jetzt hätte ich ja quasi fast schon eine Striche reingefahren. Null Komma zwei Promille. Ja. Prozent. 0,2% Alkohol drin. So, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe das gesamte Feld 7 gespritzt. Warte gerade nur drauf, dass die Karte fertig geladen ist. Jawohl. Und habe noch Hast nicht mal 300 Liter verbraucht. du schön gemacht. Ja, nein, sonst haben wir definitiv mehr verbraucht auf einem kleineren Feld. Haben wir überhaupt schon mal mit Herbizid gearbeitet? Ja. Sonst hätten nicht Herbizide schon an der Dings gestanden. Okay. Ich wüsste jetzt Bei so. Aufträgen haben wir das gemacht. Bei Aufträgen? Ja. Und das geht? Okay. Jetzt fahren wir genüsslich rüber zu Feld 11. Spritzen da auch noch das ganze Feld voll. Ich denke mal, da geht mehr raus. Sicherlich fällt 11 ist größer. Nicht nur größer, sondern auch von dem Grünton her anders. Okay. Deswegen denke ich mal, dass da mehr drauf geht. Naja, warten wir es ab. Da vorne kommt ein Baum. Baum. Ein Baum. Mitten auf dem Feld. Ja. Kettensäge. Ja, Biber, spring mal schnell raus. So, säg mal ab. Dürfen wir ja leider nicht. Ja, noch ist doch gerade gar nicht da. Der kriegt das gar nicht mit, dass da ein Nee, Baum ist ja nicht fällt. unser Feld, das ist das. Nimm mal schnell einen Kredit auf. Mein Kaufen, mein Absehen und wieder. Reicht nicht. Weil das Feld kostet über 1 Million und ja, so viel kriegen wir nicht als Kredit. Scheiße. Ja. Hätten wir mal vorher machen sollen, bevor wir Traktoren gekauft haben. Ja. So, dann. Ja, hier geht schon mehr, definitiv mehr raus.
Aber vom Gefühl her würde ich sagen, wir kommen mit den 2400 Litern hier aus. Bin ich mal gespannt, ob mich mein Gefühl täuscht oder nicht. Lieber habe ich dich überholt. Jetzt weiß ich, warum du immer so komische Ecken hinterlässt. Wieso? Das mache ich aber nur bei diesem Feldbieber. Was Hier ist das macht nicht, er? hier ist nicht so schlimm. Blödsinn. Stimmt gar nicht. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, was Bauer Hanke für Blödsinn treibt, müsst ihr bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Link zu ihm in der Videobeschreibung. Dauert aber noch 5 Wochen, bis die Folge rauskommt. Wieso? Weil ich die nur einmal die Woche hochlade. Weil ich das anders nicht schaffe. Alles gut. Aber warum dann 5 Wochen? Ich habe jetzt noch 2 und ich bin jetzt in der dritten Stunde. Ah, du machst auch Stundenfolgen. Ah, ich verstehe. Weil bei der PlayStation wird nach einer Stunde wird automatisch abgebrochen. Ja. Ich weiß. Bin ich froh, dass ich streame, so kann ich das passend runterladen und mir dann passend schneiden, ohne dass ich auch nur eine Minute Verlust habe. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, musst du mir dann bald irgendwann jetzt demnächst mal erklären. Yep. Obwohl ich noch nicht weiß, ob ich dann über Twitch mache oder über YouTube. Also ich kann dir das nur über Twitch erklären. Ja. Okay. Ich habe noch nicht über YouTube gestreamt. Und ob ich das mal machen werde, weiß ich nicht, weil es gibt da so gewisse Faktoren, die mich da halt so ein bisschen abschrecken. Okay. Ja, ein Kumpel von mir, der streamt gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube. Oh, da muss er aber aufpassen. Da gibt es eine Wieso? gewisse Bestimmung, dass nicht auf beiden Plattformen zur selben Zeit das gleiche gestreamt werden darf. Okay, das macht er aber schon jahrelang. Ohoho, hat er bisher Glück gehabt. Das kann Ärger geben, ganz schön. Okay. Ja. Muss ich mal schreiben, ob er das weiß. Oh. Das kann, ich glaube, was hieß es letztens? Strafzahlungen oder sogar Kontolöschung geben. Okay. Ja. Aber wieso Strafzahlung? Was ist da denn Schlimmes bei, wenn du auf beiden Plattformen gleichzeitig streamst? In dem Moment, wo du streamst, hat die Plattform, über die du ja streamst, dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Exklusivrecht an Bild, Ton. Ja. Und wenn du das zeitgleich aber auf zwei identisch hochlädst oder streamst, ne, dann hat ja nicht mehr eine Plattform davon das Alleinrecht, Ja. sondern müsste sich das theoretisch teilen. Okay. Und das ist der Punkt, warum es dann zu Problemen kommen kann. Zu teuren Problemen. Okay. Ja. Albern. Okay. Ich würde gerne meine Aussage nicht revidieren, aber anzweifeln. Wieso? Ja. Könnte doch eng werden mit dem Herbiziden. Eventuell muss ich nochmal Also. nachkaufen. Biber, bist du auf Kuscheltour? Das ist ein besserer Screenshot. Kommt ein Biber gekuschelt. Mhm. Also, um das
Feld rechtzeitig fertig zu kriegen, würde ich immer die ganze Breite des Geräts benutzen. Ja, fährt ja gerade einer neben mir. Ja, und? Wenn ich jetzt rüberziehe, dann fahre ich den Trecker. Ja. Darf ich nicht. In den neuen Trecker, nein. Eben, deswegen ziehe ich nicht rüber. Wir fahren ja keine 300, dass das so schnell geht. Ah, wenn du wüsstest. Also es ruckt nicht so extrem wie letzte Woche, wo ich dann kontinuierlich mit meinem Traktor, der ja eigentlich nur 53 fährt, fast kontinuierlich 70 gefahren bin. Ja, das stimmt. Ja. Also daher. Habe immer Angst, der Biber, der rückt mir so auf die Pelle. Wovor hast du Angst? Weiß ich nicht. Doch, was hast du vor? Grobern. Guck mal, Tobi, bringst mich schon so außer Fassung, dass ich hier schon wieder was stehen lasse. wir sind mit 2,4 gestartet und haben jetzt noch 1600 drin. Das heißt, zwei Runden kriegen wir noch hin. Das wird eng, Leute. Das wird verdammt eng. Schaffst du, Kenny? Ich glaube an dich. 70% habt ihr. Kriegen wir ja doch noch fertig, wa? Oh, sieht gut aus. Eine Stunde haben wir noch. 15 Minuten. Ja, doch. Lieber das schaffen wir, oder? Sicher. Können wir das schaffen? Nein, nicht wirklich. Nein, jetzt hättest du sagen müssen, sicher machen wir, schaffen wir das. Ich sag ja, nein, nicht wirklich. Wir geben unser Bestes, der Biber und ich. Kannst das nicht, du schaffst das nicht, lass das sein. Okay, ich bleib jetzt stehen. Nix da, wird weitergearbeitet. Biber hat gesagt, ich. War aus irgendeiner alten Kindersendung, Mann. Von früher. Ja. Kennst du das? Oh Mann. Ja, die Rappelkiste oder irgendwie so weiter, glaube ich. Ist nicht wahr. Nein. Doch. Warum? Kenny, Ja. ich muss gestehen, ich habe Schiete gebaut. Warum? Ich habe ein neues Schneidwerk mal ausprobiert. Aha. Mit 53 km/h übers Feld. Beim Ernten. Läuft. Das macht Spaß. Läuft, geht schön schnell. Ja. Aber ist unrealistisch. Ich habe es aber mal im Privaten ausprobiert. Ja. Aber es war Spaß. Ja, klar macht das Also Spaß. beim Rübenernter, ne? Ja. 53 km/h. Der normale Drescher mit 117, 115, irgendwie sowas. Kmh. Kammer. Der fährt doch gar nicht so schnell. Doch, der Kolossos. Alter. Was für Echt. eine Mod hattest du da am Start? Die wir auch haben, die mit den Rübenernten und mit den Drescher. Ah, da fährt der doch nicht 117. Nee, Quatsch. Nee, 115 nicht. Quatsch. Nee, Tobi, ach. 75 war das. Entschuldigung. Jetzt machst du mich crazy hier. 75 war das. Wo haben wir ihn? Weiter oben, da. Mähdrescher, ganz hinten. Der fährt doch nur 47. Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein, ey. Jag dir keinen Schrecken ein, das war wirklich so. Dann bist du aber die 117 oder was auch immer nur Nee, gefahren wegen dem Server-Upgrade. nicht 117. 70. Aber auch nur wegen Server-Ruckeln. Nein,
70, geh mal auf Schneidwerke. Ich gehe auf Schneidwerke. Und dann gehst du hinten hin, wo die Lizards sind. Moment, Schneidwerk. Oh, ja. So, und das sind zwei Stück, einmal unrealistisch und einmal normal. Normal 17 km/h und der andere 70. Ja, aber der Mähdrescher fährt doch gar keine 70. Aber denn ja, das macht Bock, Oh. muss man ausprobieren, echt. So schnell hattest du noch nie ein Feld fertig. Ja. Dann kannst du auch Niemandsland spielen mit einem riesigen Feld und sagen, so, wir ernten mal eben. Genau, brauchst zwar 2 Stunden für, aber hast das ganze Feld. Ja, ich sag mal, das Problem wird dann eher sein, dass jemand abfährt, ne? Ja. Weil mal eben mit 70 nebenher fahren, das hat was. Nee, das schaffst du nicht. Da musst du stehen bleiben und abtanken. Wieso das denn? Das schaffst du. Dafür hast du doch einen Das LKW. schaffst du nicht. Glaub's mir, ich hab's probiert. Ich habe den Helfer fahren lassen und vorher versucht, mit dem LKW abzutanken. Ach ja. Aber das macht Spaß, das Ding. So mal, um mal wirklich ein bisschen Spaß zu haben. Ja, das glaube ich. Und so einen unrealistischen gibt es auch für den Zuckerrübenernter, den wir haben. Ja. Ich glaube mit 53 km/h. Noch 900 Liter. Oh. Was, 300? Moment, jetzt. Wir haben den Rübentechnik. Ganz hinten kombinierbar. 17, 17. Das ist aber dann eine separate Mod. Die ist auch, ich Oh. weiß nicht, nein, die ist dabei. Ich weiß nur nicht wo. Okay. Der kommt. Okay. Woher weißt du? Dirk betritt den Surfer. Ich habe die Nachricht nicht gekriegt, weil bei mir war noch Synchronisation und ich war anschließend noch im Menü drin. Irgendwo ist der da drinne. Gibt's auch als unrealistisch. Hey Dirk! Hallöchen, Dirk. Okay, wir hören dich nicht. Hallo. Jetzt hören wir dich. Hallo. Ah, jetzt kann ich das andere leiser machen. Ja, kannst du. Sag mal, Hanke, hast du den gerade verraten, was wegen dem Nein, Aufsatz? nein. Gut. Gut. Nee. Ich wollte dir bloß sagen, Hanke, ich habe es ausprobiert bei mir. Ah. Zuckerrüben. Ja. Bei 18% hat er dann aufgehört. Er wollte dann nicht mehr ernten. Okay. Ja, also ich hab ihn auch nochmal ausgemacht, neu angemacht, gesenkt, angeschalten und. Er wollte dann nicht mehr. Okay. Er hat dann Worum kein. geht's? Ist egal. Das ist ein Genau. Insider. Genau. Ah, ja. Nee, wie gesagt, cooles Ding, aber ging nicht. Also, ich habe das jetzt nochmal auf meinem Spielstand ausprobiert mit dem, ey. Auch hier Feld 20. Ich Krass. hab. Das ist so krass, ne, das Ding, ey. Auch der normale Ernter, ey. Du bist so schnell unterwegs, ey. Ja, Kenny, was machen wir mit Feld 17? Was ist hier drauf? Gar nichts. Feld 17 ist gar nichts drauf. Da waren die Zuckerrüben drauf. Genau. Weil hier ist Können es wir gerade. heute noch Rasen säen? Mach nicht schon wieder Rasen. Doch, übergangsweise. Und sobald wir dann wieder Zuckerrüben säen können, kommen wieder Zuckerrüben drauf. Wollen wir nicht, was waren das andere gewesen? Was waren da vorher mal drauf? Diese Da war Zwischenfrucht war drauf. Ölrettich. Ölrettich, genau. Genau. Wollen wir nicht das So. mal wieder raufsetzen? Nö. Ist ja nur eine Frage, weil wir haben so viel Gras und so viel Ja. Heu. Ja. Und das brauchen wir gar nicht alles, Kenny. Also Eben, das ist ja. da stimme ich Dirk diesmal echt zu. Danke. Weil das sind Feld 15, richtig?
Was ist auf 7 jetzt drauf? Auch garantiert Gras? Nee, Nein, das. da ist Gerste drauf. Gut, aber in Feld 2 hast du noch Gras? Ja. Was ist Feld 14? Auch Gras, ne? Gras. Ja. Ja, pass auf, das ist jetzt dieses Jahr ist das noch mal etwas viel, gebe ich ja ganz zu, ganz offen. Ja, das ist echt fett. Ja, nein, wir haben ja zum Beispiel Feld 2 haben wir ja frisch dazu gekauft. Und Ja. da war vorher Hirse drauf, soll aber jetzt Hafer drauf. Ja. Hafer, wenn du nachguckst, falscher Knopf, ist eine Frucht, die können wir ernten. Und dann haben wir auch halt wieder so lange Zeit, wo sonst nichts draufsteht. Deswegen. Ja. Ne? Und deswegen Gerste, Weizen wird immer direkt wieder angesät. Raps auch. Und die anderen Sachen, da machen wir halt dann immer noch Gras dazu. Okay. Ja. Damit die Felder in Benutzung bleiben halt. So, und Gras können wir ja halt zu Heu machen. Und wenn wir wirklich zu viel haben, dann können wir hingehen, weil momentan wird, glaube ich, nur Gras zu Silage umgewandelt in unserem Fermentiersilo. Ja. Und dann können wir hingehen und können auch dort aus Heu noch Silage machen. Okay. Ne? Ja, weil Und Gras sind wenn. ja, Ja, also. Gras sind fast 1,9 Millionen Liter drin, ne? Ja, ich weiß. Nur Wir haben ja im auch noch Sie. was auf Silo liegen. Eben, und Heu sind 1,2 Millionen drin. Ja. Würde auch Ölrettich nochmal machen. Ja, okay, dann macht die 17 mit Ölrettich wieder. Und dann mache ich die. Gleich drüber sehen oder erstmal grobern und. Pflügen und wäre ganz cool. Und Steine sammeln. Ja, weil wir brauchen die Steine wieder. Aber nimm dann deinen eigenen neuen Traktor. Ja, warte mal, der steht neben deinem LKW, ne? Ja. Der Rundumleuchter drauf. Ja. Und guck Muss mal aufs Kennzeichen, was ich draufgesetzt habe. Und dann sag Moment. mal, ob das passt oder nicht. Lass mal gucken hier. Nee, werde ich nur ändern. Ja, wie gesagt, kannst du ja. Nur, ich habe ja halt gesehen, dass du 1304 in deinem Twitch-Account drin hast. Ja. Und da dachte ich 13,4 als Zahl. Und ja, dann brauchte ich noch Mach drei ich das jetzt? Ja, Buchstaben. dann lasse ich das. Deswegen dick. Mach das mal. Das sind wir so. So. Ja. Nehmen wir uns mal den Gruber oder Der wie bloß. Flug. der R8, Dirk. Ist jetzt ein Helferfahrzeug. Der alte von Hanke. Ne, richtig. Der hat jetzt auch als Kennzeichen Helfer 1 draufstehen. Damit sich da keiner mehr vertun kann. So jetzt unsere Hofschlampe, Dirk. Ja. Ah, schön. Da darf Ja. jeder mal drauf. Wer macht denn eigentlich Feld 20? Biber Oh. Synchrongrubbern. Vom Wir haben einen Feinsten. neuen Grubber, damit fährt der Hanke gerade rum. Genau. Dann guck mal, unten an Feld 14 sind zwei neue Gebäude entstanden. Warte mal. Da muss ich da mal hinreisen. Ja, nimm Erstmal. doch deinen Traktor. Ach, ich habe schon wieder was auf der Seite gelegt. Was? Du hast deinen Traktor auf Seite gelegt? Nein, nein, Okay. den Flug. Ach so. Ja, mal wieder. Der Flug ist nicht so wichtig. Ja, ich muss mich daran gewöhnen, dass der Traktor anders bremst. Alter, das wird eng. Das wird verdammt eng. Ach so, wir haben jetzt eine Feldspritze, Die habe ich die vorhin mit kurz gesehen, Precision ja. Farming arbeitet. Das heißt, Okay. die spritzt nur da, wo Unkraut ist Sehr schön. und flutet nicht mehr das ganze Feld. Und unter Umständen, wenn das jetzt hinkommt, dann habe ich Feld 7 und Feld 11 mit 2800 Litern gespritzt. Was du sonst für Feld 7 alleine brauchst, gefühlt. Ach, du bist gerade auf Feld 11, ne? Ja.
Ich mache gerade ja den letzten Rest und habe nur noch 60 Liter drin. Noch 50. Wer ist auf Feld 2? Das Ist ein ist der Helfer. Helfer. Ja. Was macht der da? Und fertig. Walzt. Der Ah, ist walzt, klar. genau. Abschalten. Helfer Feld arbeiten laden. Ja. mal. Deswegen. Dirk, was sagst du denn zu unserem Kontostand? Traurig, 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 traurig. Ne? Ja, aber dann guck halt mal, was so rumsteht, ne? Ja, eben deswegen, ja, das ist ja wieder was anderes, ne? Es ist reinvestiert. Haben wir So. jetzt hier alles. Das passt. Was hast denn du hier gemacht? Was habe ich wo? Ah, hier ist gar kein Unkraut drauf. Gut. Schneiderei und Spinnerei gebaut. Ja. Hab. Ist er jetzt umgefallen? Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wow. Ja. Ja, ich bin mit 48 Litern hier leer. Ja, aber bist du fertig oder nicht? Wo ist das Geld hin? Wow. Das sind jetzt ganz trockene Monate. Ja. Ach, Quatsch. Können nicht mehr mit Helfer arbeiten, Dirk. Nee. Doch wieder Quatsch. alles alleine machen. Verdammt. Ja. Wir haben genug Sachen, die wir verkaufen können, also das passt. Aber wenn wir fertig sind, haben wir auch wieder ein bisschen Geld. Ja, da kommen ja gleich 62.000 rein. Außer Kenny gibt das wieder aus. Ja, Weißt du was denn? eigentlich? Ich bin doch immer der Böse, der das Geld ausgibt, also Ja. daher. Ich durfte nicht mal meinen Trecker selber kaufen. Durftest du nicht? Nee. Nein. Das ist eine Frechheit, oder? Nein. Ja. Doch. Ich habe gesagt, das mache ich im Stream. Du hast gesagt, das wird im Stream gemacht. Du hast nicht gesagt, dass du alles scrollst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass du das kannst. Hätte ich den mal bloß vorher schon gekauft. Ich halte mich da raus. Ey, wenn ich überlege, ja, bei den Zuckerrüben kriegst du im Lagerhaus 200. Nee, Lagerhaus 1 kriegst du 263 für 1000 Liter, ne? Und der Ja. Bestpreis sind 261. Ich hab letztens ja verkauft für den Bestpreis. Ja, wo war ich denn jetzt eben gerade hier? Hier, Sorghumhirse. Ja. 1000 Liter. Hey. 934 im Lagerhaus 3. Und wir haben nichts. Ja, richtig, weil wir brauchen die für die Schweinefutterproduktion. Für die. So. Ja, die geht da komplett rein. Die ist auch schon wieder durchgelaufen. Ist schon wieder nichts da. Schweinefutterproduktion steht schon wieder still. Haben wir nicht genug Schweinefutter, dass die auch mal stillstehen kann, die Doch, Produktion? doch. Ja, haben wir, Das ne? ist kein Thema, aber ne, trotz und alledem, also holla die Waldfee, sage ich da nur zu. Wo ist Willi? Nicht da. Nicht da? Wo Biene ist nicht Biene? da. Nicht Was macht da. da? Was machen die alle? Biene ist arbeiten, denke ich mal. Ich kann da nichts zu sagen. Biene hat sich heute noch nicht gemeldet. Dann fahren wir mal hier mal eine Runde im Flug. Ja, mit deinem neuen Traktor. Jo. Ich wusste nicht, wo du ihn hinstellen willst, deswegen habe ich ihn da hingestellt. Na, ich glaube, ich lasse den da noch stehen. Oh. So. Wie bei Und euch wo mache ich hier meinst oben du? das Dreieck jetzt fertig, ne? Von der Noch Insel. 10%, Mach Leute. ich. Machst du fertig? Ja. Gut, dann fahre ich weiter. Kloppen Sie sich darum, wer was macht. Nein. Er kann ja besser mit den breiten Dingen die großen Stücke machen. Ja. Wobei wir den Schrott hier auch stehen lassen können. Ja, normalerweise schon, ne? 10% müsst ihr noch. Ich sag mal, Hanke, du hattest den LKW mit allen Hängern so hingestellt. Ja.
Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Bin ich gestern gleich wieder rausgegangen. Nächste Mal zu voll gehabt. Warum? Ich wollte, was wollte, wo wollte ich denn eigentlich hin? Mit dem Hänger, ich weiß es nicht mehr. Hättest du abkuppeln können. Ne, Schnauze voll gehabt. Herrlich. Wieso nur, weil er da mit 8 Hängern stand? Jetzt drückt die ganze Zeit auf den falschen Knopf. Ja. Solltest ja nicht mit 8 Hängern fahren. Nee, ich wollte nur, ich wollte einen roten haben. Also. Aber warum wollte ich einen roten? Ach, ich wollte bei der Kühe was reintun. Ach so. Und da wollte ich aber nicht alle 8 nehmen, habe ich gedacht, nee, dann habe ich mir hier, den Grasanlager genommen und dann Ja, den habe ich das, Ladewagen. genau, den Ladewagen, dann habe ich das so reingeschmissen. Weil irgendjemand hat ja oben auf Feld 2 ja auch weitergemacht zwischendurch. Aber ich weiß nicht wer. Ich habe eine Runde gefahren. Er war mehr als eine Runde. Also ich habe eine Runde gefahren. Also ich weiß, Biene war die Tage auch einmal offscreen drauf. Dann war das Biene. Hat sie mir erzählt, aber Biene ist den Tag immer mit Feder wieder runtergeflogen vom Surfer. Und da habe Okay. ich, an den Tag habe ich dann gehört, da hab einen anderen Streamer geguckt, die haben auch einen Surfer von Chipotle gehabt und der hat gesagt, Chipotle hat veröffentlicht, dass die im Moment dermaßen Surferprobleme haben. Okay. Das war, glaube ich, Montag oder was? Ja, Montag, warte mal, Montagmittag bin ich rein. War eine Stunde, 1,5 Stunden online. Dann haben sie mich rausgeschmissen. Also dann habe ich gedacht, gut. Dann habe ich gedacht, hoffentlich kommst du jetzt nochmal rein, weil der Traktor ja noch lief. Bin nochmal reingekommen. Ja, und dann habe ich den Traktor ausgemacht. Und dann bin ich auch wieder rausgeflogen. Ja, das muss Montag gewesen sein. Und abend bin ich gar nicht reingekommen. Der hat noch gar nicht hier von den Server. Da ja, du Hat. wartest immer. Und dann Dienstag früh bin ich dann oh ja, rein und dann habe ich gesagt, ach ne, ich habe keine Lust, bin ich wieder raus. Die Woche war sowieso ganz schön. Ich habe jetzt da draußen angefangen, meine Sachen, meine Projekte zu machen. Okay. Oh. Irgendwann muss man ja mal ein bisschen Muße kriegen. Das stimmt Ja. ja. Nee, wie gesagt, Biene war Montag Nachmittag, späten Nachmittag oder was? Sie Ja, das haut hin. Ja. dachte so drinne und dann hat sie immer gemacht und dann flog sie aber immer wieder raus. Und da hat sie es dann nachher auch nachgelassen, weiterzumachen. Nur, als ich mich gestern drinne, kurz drinne gucken war, da waren ja bloß noch 3 oder 4 Reihen abzufahren oben, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, viel war nicht mehr, ne. Fünf, Ja, war sechs ja. Stück waren es noch, ja. Ja, war ja bloß noch heu. Das hat mir gesagt, Kenny, das haben wir mit, das haben wir dann gleich zur Heu verarbeitet, Kenny. Ja, Ihr was ist doch aus dem okay. Firma Silo rausnehmen, dann auf den Hof verteilen und dann wieder, haben wir gesagt, nee, machen wir es gleich. Nein, du solltest das ja auch nicht aus dem Fermentiersilo rausnehmen, sondern aus dem normalen Silo. Ja, das wäre ja gewesen. Oder daraus. Haben wir gesagt, dann machen wir es gleich zur Heu um. Genau. Ja, ist ja auch absolut legitim, habe ich ja Ja. nichts gegen. Ja, aber wir haben halt noch, ich glaube, 200.000 Liter Gras im normalen Silo und ja. Aber das nimmt da nicht so viel Platz weg, Kenny. Das sind 200.000 Liter, die es einnimmt. Ja, aber das Liter hat ein 20 Millionen Silo. Ja. Wir haben doch noch keine 10 Millionen Liter da drinne. Das kannst du mir auch nicht erzählen. Keine Ahnung. Nee, Kannst ja mal nachgucken. das glaube ich. Kannst ja mal Warte, dich mit warte, dem warte, warte, Taschenrechner hinstellen und aufrechnen. warte. Nö, habe ich keine Zeit für. warte. Werde ich auch nicht für bezahlt. Du wirst hierfür bezahlt? Nee, Echt? nicht wirklich. Aber mich da jetzt auch noch hinzustellen und zu rechnen, nee. Warte, warte, warte. Jetzt kommt gleich die Schockrechnung. Wir haben fast 20 Millionen Liter drinne. Nein, glaube ich nicht. Nee. Du. Ich glaube nicht mal, dass wir 10 Millionen da drin haben.
5 Millionen Liter Kalk drin. Nee. Nee, keine Ahnung, vielleicht 1, 2 Millionen an Kalk. Aber Kalk? mehr dürften es nicht sein. Kalk Ja. sind 277.000. Echt? Nur so wenig? Ja. Kenny, du Hä? hast dich verrechnet. Wo habe ich mich jetzt Warte mal, verrechnet? sie Aber hier. das kann nicht Warte. sein. Also, warte mal. Doch. Produktion. Zucker. Ach, scheiße, verrechnet. Du dich oder ich mich? Ich mich gerade. Dünger. Kalk. Kalk sind. Ah, sind 100.000. Okay, ich dachte 500.000 immer. Nee, okay. Dann kommt's hin. Biber, du Da hängst du hat. mir schon wieder auf für Fersen. Ach, bin Da ja weit hatte ich weg. gerade die falschen Zahlen im Kopf. Oh Gott. Und hast du heute am Vatertag was gemacht, Dirk? Ja, gearbeitet, so wie immer. Warte, wer will jetzt Schätzung abgeben? Weil wir im Silo haben. Also ich sage insgesamt, im Silo haben wir vielleicht 7 Millionen Liter. Ich sag, wir haben knappe 10 Millionen drin. Biber? Ich habe keine Ahnung. Sollst ja auch schätzen. Weiß ich, was da drin ist. Du sollst ja auch schätzen. Einfach mal eine Zahl. Jetzt. Ich weiß aber nicht, wovon überhaupt drin sein könnte. Stroh, Zucker, Rüben, Zuckerrohr, Kalk, Gras, Heu. Obwohl, ihr habt ja letztens ordentlich verkauft. Kenny, jetzt nicht gucken. Nein, ich gucke nicht. Ich Nee, bin. ich sehe, wo Kenny ist. Er ist nicht. Er kann ja auch übers Menü gucken. Nein, weil Nee, da wird ist. das 500.000 Liter Silo von oben mit berechnet. Ach so, Ja. okay. Ja. Nee, daher das ja letztens Nee, verkauft dann sind es wurde. keine 7 Millionen. Bedeutend Fünf. weniger. Vier. Fünf. Erzähl, Dirk, was da drin ist. 4, 6. War gerade weg gewesen, aber ein bisschen was über 3 Millionen sind drin. Okay. Oh. Also können wir genug Gras und das da noch rein Ja. die Können wir das machen. Gras machen? Genau. Feld 20 ist fertig. Yeah. Jo. Lieber Da lasse machen wir ich dir das. jetzt sogar dieses Vergnügen, es abzuschließen. Lieber wollen wir noch fertig machen? Warum willst du da fertig machen? Weiß ich nicht. Nur so. Nein, kostet nur Maschinen. Haltbarkeit. Reparaturkosten. Genau, Geld auf Konto. 62.000. Pass auf. Ich bin doch dabei, Biber. Jetzt Da fahre ich ist er jetzt. dabei. Ich fahre Da doch. ist. Ich fahre jetzt reparieren. Lieber? Ja? Was wolltest du sagen? Direkt bei der Geld ausgeben. Ja, sieh zu, dass die Traktoren fit bleiben. Was ist jetzt Nicht mit wieder. dem kleinen Gruber Ja? hier? Den behalten Der wir. bleibt, damit der Helfer auch mal grobe Arbeiten machen kann. Wird er auch wieder fit gemacht. Ja. Alles fit machen. Auf was arbeiten wir denn jetzt als nächstes hin? Zum einen, dass ich auch einen Großtraktor kriege, einen Großtrucker. großen Großtraktor. Ja. Und zum anderen, dass wir die BGA bekommen. Okay. BGA sind 800.000. Also, ja. Also wieder knapp 1,5 Millionen. Ah, 1,6 wären besser. Kenny, willst du den Knicklenker haben? Warum?
Ich frag bloß mal. Hätte ja sein können, dass du dich mittlerweile anders entschieden hast. Nein, für Kenny mich entsch gibt es den John Deere. Kenny entscheidet sich nicht anders. Wenn ich Mach eine was. Entscheidung getroffen habe, dann bleibe ich dabei. Okay. Mach den John. Da hat jemand einen Ohrwurm. Nee. Kommst du da Nö. drauf? Was für ein Lied denn? Da ist er dabei. Das ist prima. Weiter weigere ich mich zu singen. Warum bloß? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich als gebürtiger Düsseldorfer werde dort nicht weiter singen. Ach so. Ach, siehst du, tanken hätte ich können. Aber es ist ja noch gar kein Feierabend. Naja, fast Feierabend. Viertelstündchen noch, ne? Ich Ich habe habe schon den Feierabend. Kalkstreuer hier oben stehen. Kann jemand schon mal den Düngerstreuer holen? Für Feld 2. Ich Kenny, kennst du? unterstütze jetzt hier meinen Kollegen. Warte mal, wer kam denn Wieso fährt der jetzt den Gubo aus? Ist der bekloppt? hier? Was machst du, Hanke? Ja, weiß ich nicht. Auf einmal hat er angehalten und hat den Gubo ausgefahren. Hast du auf Helfer gedrückt? Helfer manuell gestoppt. Ah, Ja. mein Helfer tappt wieder. Apropos Helfer, Kenny. Als wir mit Hanke hier abends gesessen haben, das war ja lange, Feld 20 Ernten, ne? Wir haben ja auch nicht geschlafen im Spiel. Können wir bitte was an diesen drei Bäumen an Lampen hinstellen oder Laternen hinstellen, die unten am Feld stehen, am Feld 17? Jedes Mal habe ich diese Bäume mitgenommen. Weil das in der Nacht echt zappenduster ist. Und du siehst nur diese Triggerpunkte und ich brauche irgendwo ein paar Lampen. Von mir aus wäre das kein Thema, hätte ich den Weg schon beleuchtet. Aber W. will das Der nicht. Serverinhaber sagt, dafür werden keine Slots ausgegeben. Dann kommen die Bäume weg. Nein, die Deko will er ja auch behalten. Dann Bitte soll Willi wenden Sie nachts sich mit arbeiten. diesem, bitte wenden Sie sich mit diesem Thema vertrauensvoll an den Serverinhaber. Dem schreibe ich. Macht das. Ich glaube, ich habe so 5 oder 6 Mal diese Bäume mitgenommen. Noch Ja. mehrmals. Mehrmals, Noch ne? mehr, noch mehr. Ja, glaube ich. Das ist ja. Kenny, wo willst du den Düngersteuern haben? An einem Traktor, der dann hier gleich hinter mir herfährt, wenn ich am Kalken bin. Ja, ich bring dir den gerne her. Ja, und dann muss ich gleich hier zweimal hin und her fahren, um den dann wieder einzusammeln, oder was? Ja. Das ist ja total sinnbefreit. Nein. Nein. Ja. Also wohin? Sonst drehe ich gleich wieder um. Ja, wie gesagt, du kannst gerne gleich hier direkt mitkalken. Nee, ich habe einen Düngerstreuer. Meine ich doch. Ich kann nicht kalken. Nee, dann düngste, sobald ich ein bisschen Vorsprung habe. Ja, wo muss ich denn hinkommen? Feld 2. Ja, danke. Das ist nirgendwo. Ja. Ja. Wo bin ich die ganze Zeit zugange, Das mein weiß ich doch Gutster? nicht, wo du bist. Ey, du warst doch vorhin woanders, Kenny. Eben, du warst doch vorhin woanders. Also, woher soll ich wissen, wo du bist? Guck mal auf die Karte. Nee, Dann warum? Dann muss siehst ich du, die wo ich Karte hier zugange bin. anmachen. Und außerdem hast du den. Und außerdem hast du da den Helfer-Trecker stehen. Ja, der müsste aber eigentlich wegfahren. Tut er aber nicht.
Den da. Ja, ist der 8R, den ich jetzt erwischt habe. Soll nach da fahren, bitte. So. Drehe ich lieber wieder ab. Ne, fährt der doch gar nicht lang. Der fährt über die Felder. Trotzdem drehe ich Also, wieder ab. ja, drehst du halt ab. Dann dreh doch ab. Mache ich auch. Und Biber, was treibst du jetzt für ein Unwesen? Guck mal gerade, wie dreckig ich Hanke den neuen Grubber abgestellt hat. Okay. Ich wollte auch einfach mal dreckig abstellen, Biber. Die andere das auch machen. Jetzt habe ich den, ich gebraucht habe, mal sauber gemacht. Aber dann sieht man den Unterschied viel schöner. Übrigens, Kenny, kennst du den mit dem Kölner, der im Auto flucht? Nein. Flucht in Kölner im Auto. Ach, fahr doch zur Hölle. Da schickt ihn das Navi nach Düsseldorf. Ja, da gibt's schöne Dinger. Wo bist du jetzt, Kenny? Ich drehe gerade die erste Runde auf Feld 2 mit dem Kalkstreuer. Da bist du. Das dauert mir hier zu lange, ey. Hier zu warten, das dauert mir zu lange. Und was machst du jetzt? Denk dran, du bist breiter, was du düngst oder düngen würdest, als das, was ich kalke. Ich weiß, dann fahre ich doch wieder Ah. weg. Aber dann. Darum fahre ich doch wieder weg, Kenny. Aha. So ist das, Leute. Wird man hier eiskalt im Stich gelassen. Ja. Unmöglich. Dann, wenn du schon gerade nicht hier am Düngen bist, was machst du dann? Moment, fahre ich Richtung Hof. Sehr gut. Dann schnapp dir mal ein paar Anhänger und hol die 100.000 Liter Kalk von oben ab und bring die unten ins Silo rein. Was? Ja. Sag mal, haben wir oben genug Steine drinne? Weil ich hatte letztens welche aus dem Silo oben rausgenommen und den Kalker reingeschmissen. Oben? Ja. Ah, der Kalk kommt immer unten rein. Nein, ich habe die Steine oben aus dem Silo rausgenommen, weil da waren keine Ja. mehr drinne. Deswegen Du frage hast ich. die Steine aus dem Silo oben genommen und in die Genau. Kalkproduktion geschmissen. Genau, weil da keine mehr drinne waren. Ja. Wo soll ich Dafür denn? sind die da. Sonst hätte ja Hanke gleich von unten welche mit hochnehmen können, noch Steine. Ja, das kann er machen. Was? Ja. Was? Hanke, nimmst du Nee. zwei Hänger? Nimmst du zwei Hänger, Hanke? Ja, also das ist zu viel nachher für einen Trecker, also. Oder nimmst Kenny sein LKW? Nee. Also, Den bin ich jetzt oft genug gefahren. wenn eine Ladung Steine für den Traktor zu viel ist, ja, Ja. dann kriegst du in Zukunft einen Bollerwagen von mir. Oh. Oh. Und darfst damit dann hin und her laufen. Und meinst du jetzt, das stört mich? Ja. Das glaube ich nicht. Dann kannst du Ich nur auch noch in nicht. Schrittgeschwindigkeit arbeiten. Du, ganz einfach. Ich finde den Surfer nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich raufkomme. Wenn du mir meinst, muss mir drohen, dann drohe ich dir, mein Freund. Ich drohe nicht.
Ich verspreche. Mach ich Weil auch. Drohungen sind strafbar. Dann kann das aber auch passieren, dass dein Trecker noch ganz lange dauert, bis du den kriegst. Ich weiß. Überlege mal, Kenny, Hanke muss dir das Geld erspielen mit einem Bollerwagen. So, Die wird lustig. 1,6 Millionen. Wird lustig. Da ist er dann ungefähr 1,6 Millionen Stunden dran. Wenn das mal reicht. Ja, also 1 Euro pro Stunde sollte er mit dem Bollerwagen schon machen. Nein. Zwei Nein. Nein, er kann ja dann an dem Bollerwagen, kann er ja die Anhänger und alles, die normalen Gerätschaften nutzen, aber die Geschwindigkeit ist halt Schrittgeschwindigkeit. So, hier unten sind jetzt keine Steine mehr drin. Gut, alles klar. Hier fällt 17, kommt ein paar Steine zusammen, ich schmeiße sie dann unten rein. Was? Gleich nach oben fahren. Für 2000 Steine. Ja, Fahre ich nicht klar. hoch. Nee, fahre ich nicht hoch, Hanke. Oh, wie? Wenn wir uns fällt mal ein Feld 20 gehört, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Da können wir mit 6 Mann Steine sammeln. Wenn das, ja, Um geht ja nicht. das in 3 Stunden fertig zu kriegen. Träum weiter. Aber da darfst du die Steine aber auch nur irgendwo auf den Haufen schmeißen. Ja, habe ich schon zu Kenny gesagt. Wir sollten das, wenn wir jetzt so Felder haben, die nicht direkt beim Silo sind, eine Ja. Ecke hinkippen, mit einem Radlader anschließend da wegholen und mit Anhänger. Das kannst du dann machen. Feld 22, 23, 12, 10. Oh. Also, ich stelle fest, mit 22.000 Liter Steine, der Trecker Ja. geht auf 13 km/h runter den Berg hoch. Krass. Fährst du hinten hoch? Ja. 24, ne? 23, ja. Ja, Oh, genau. Alter. Aber 13, ne? Ja. Mit was bist du vorher da hochgekrabbelt? Weiß ich nur. Sechs, sieben. Ja. Konntest du Gaspedal festklemmen, nebenher laufen? Das kann ich jetzt auch. Nee. Klar. Schrittgeschwindigkeit sind 4 bis 7 km/h. Wenn ich jetzt aussteige und der Trecker weiterfahren würde, ja, dann würde ich nebenher noch daneben hinlaufen. Sag mal, Ja, hier in wer ist noch auf den. Feld 17? Warte, 17. Bist du da noch Das ist drauf? Biber. Ja, Bist du? Klügen. Ja. Ja, brauch mich nicht wundern. Ich habe mich gerade gewundert, wer hier noch mit drauf ist. Ja, ich habe mir gedacht, die paar Minuten mache ich noch eben hier. Ja, super.